Men nu över till en helt annan social institution. Andra arbetsplatsbesöket, Frälsningsarmén. Dankmar Fischer möter problemen med den kontrollerade prostitutionen direkt på gatan. Ja, unsere Bordelle hier werden sehr stark staatlich überwacht. Das heißt, der Staat kassiert Steuer, der Staat kassiert Mieten. Manche dieser Häuser gehören dem Staat oder seinen Organen, die Herberstraße zum Beispiel, gehören der Deutschen Bundespost. Es ist ja sehr interessant, wie der Staat sich hier bedient, wie er auch kassiert. Ich will die Straßenprostitution verbieten und ich sage, bauen Häuser für die Prostituierte, wo sie leben können. Man kann nicht Prostitution verbieten, aber man kann die Frauen helfen, um etwas besser zu leben. Ich glaube, es wird nicht erheblich besser. Die Prostitution wird weitergehen, auch die Zuhälterei wird weitergehen. Sie werden aus den staatlichen Häusern, so fürchte ich, die Zuhälter nicht wegkriegen. Denn auch in Deutschland haben wir sie nicht wegbekommen, obwohl keine Prostituierte zugeben kann, dass sie einen Zuhälter hat. Man kann erkennen, dass sie einen hat, weil sie wenig Geld hat. Sie hat viel verdient und hat noch wenig übrig. Wo ist der Kanal, wo das Geld hingeht? Ist es leichter für Sie, die Frauen zu helfen, wenn man Bordelle hat? Ich habe nicht diesen Eindruck. Aha. Ich habe nicht diesen Eindruck. Aber das hängt einfach daran, dass zum Beispiel der Zuhälter mich genauso wenig an seine Prostituierte ranlässt auf der Straße oder im Bordell. Nur, Sie müssen damit rechnen, der Mensch wird nicht neu durch neue Häuser. Wir haben hier geglaubt, wenn wir neue Wohnsiedlungen machen, dann könnten wir die Asozialen verändern. Wenn Sie heute diese neuen Wohnsilos gehen, die vor 10 Jahren gebaut wurden, dann hängt das Spiegelei an der Wohnungstüre und man merkt, die Probleme sind nicht anders geworden. Ich glaube, dass ein Mensch nur verändert werden kann durch die Revolution der Liebe Gottes. Ja, das ist auch meine Meinung. Halleluja. Pastor. Wissen Sie, soll ich ihm mal was erzählen? Du drehst dich rum. Soll ich ihm mal was erzählen, was dem Mädchen passiert ist? Die hat geklaut, ja? Und dann ist sie ins Gefängnis gekommen, ja? Und aus Angst vor dem Gefängnis hat sie sich hier auf den Strich gestellt. Und der erste Freier hat sie rausgefahren und missbraucht, stundenlang, und missbraucht auf die Straße geworfen, dass sie zum Busch kriechen musste und ins Krankenhaus, in die Intensivstation kam. Das war wegen der Prostitution, nur mal zu Ihrer Information. Ich bin in Neu-Berlin, kannst du mich gleich treffen, ja? Alles klar. Aber was glauben Sie denn, was soll man tun? Wie kann man den Männern helfen? Und wie kann man den Männern? Ja. Ich frage eher, wie kann man den Frauen helfen? Also ich bin nicht gewillt, den Männern zu helfen. Die Männer müssen vielleicht mal eine vernünftige Therapie haben, damit sie sich nicht hier an den Frauen so an den Opfer, hier sind ja nur Opfer, die hier stehen, nicht vergreifen. Das sind doch kranke Männer, die gehören in eine Therapie. Wobei ich, für mich stellt sich die Frage, wie kann man den Frauen hier helfen? Das ist für mich eine Frage. Tredje Arbeitsplatzbesöket. Hansaplatz, alldeles i närheten av Hauptbahnhof, men långt från Reeperbahn. Hit kommer unga, hemlösa flickor som horar för att få pengar till knark. Här finns det inga tjusiga bordeller, ingen läkarkontroll, bara smutsiga hotellrum och portgångar. Den enda statliga kontrollen här, det är polisens razzior. Domenica Niehoff har varit prostituerad i 20 år. Idag arbetar hon som socialarbetare. Also die soziale Situation ist schlimm für die Prostituierten, ja. Und die Drogen ist ein Problem. Ja, auch ein Problem, ja. Und sie haben keinen Beruf, so sie können nicht anders arbeiten. Ja. Und da glaube ich, kann ich der Staat die Mädchen helfen. Also man kann nicht Prostitution verbieten, aber man kann ihnen helfen mit diesen Häusern. Ja, aber man hat auch Angst vor einer Kasernierung, wissen Sie.
Das ist alles so eine Geschichte, ne? Wenn es wirkliche Hilfe ist, dann ist es ja okay. Aber ich habe auch Angst vor einer Kasernierung, ne? Pfarrer, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich meine, ich bin nie religiös erzogen worden oder so, ne? Aber den letzten bisschen Glauben an das, was es da oben, wenn es ihn da oben gibt, den habe ich hier verloren. Ja, aber ich glaube, das kann mich auch retten. Also daran glaube ich nicht mehr, weil wenn ich hier tagtäglich mit ansehe, ich sehe niemanden, der von Gott gerettet worden ist. Hier sind ja Obdachlose, die sind ja obdachlos. Wie sollen die überhaupt von der Droge kommen bei der Obdachlosigkeit? Und ich kann mich an den Spruch von Jesus erinnern, der ohne Sinn ist, der werfe den ersten Stein. Das ist richtig. Haben wir hier viele Steine. Das ist gar nicht das Richtige. Wir können keine Steine rufen. Nein, nein. Also der Pastor meint, wenn der Staat helfen würde, der Staat ist schon gefordert. Aber in welcher Form? Wissen Sie, man muss sich über die Form also einigen. Was jetzt? Ein Haus? Aber da hat man wieder Angst vor Kasernierung, ehrlich jetzt. Wenn du nachher essen willst, sind wir in Berlin. Beginnt es mit Drogen oder beginnt es mit Prostitution? Das ist jetzt das Thema. Also die jungen Mädchen, die hierher kommen, die sind drogenabhängig und prostituieren sich dann. Die ekeln sich vor den Männern, die wollen gar nicht sich prostituieren. Dann gibt es eine Schicht, und davon reden Sie wohl, das, was ich gemacht habe. Es sind Prostituierte, die sagen, ich möchte Prostituierte sein, weil ich eben nicht in die Fabrik will oder weil ich Schulden habe oder weil ich viel Geld verdienen will. Man muss betonen, dass das zwei Paar Schuhe sind. Ja? Also meine Mutter wisst ja, wenn ich auf Deutsch erklären kann. Ja, gerne. Ja, der Staat hat ein Haus, wo Prostituierte wohnen können. Ja. Und Männer können natürlich zu diesen Mädchen gehen, aber die Mädchen müssen Hilfe bekommen. Man muss die religiöse Hilfe bekommen und die medizinische Hilfe bekommen. Es ist ja viele Krankheiten und so weiter. Und was glauben Sie von einem solches Haus? Wissen Sie, es gab schon mal vor 20, 30 Jahren Arbeitshaus für Prostituierte, für Huren, ja? Und da sind die ausgerissen und da hatten die Huren rote Kleider an, die Alkoholiker blaue, das war bei Köln. Und es hat auch die Prostitution nicht ausgerottet, wie Sie glauben. Also das glaube ich auch nicht, dass das okay ist. Das kann doch nicht. Wissen Sie, es gibt ja auch so viele solide Huren. Sie wissen doch auch, dass viele Frauen sich prostituieren, die nicht in dem Job sind. Was machen Sie denn mit den Frauen, die nicht mit diesem Job zu tun haben und sich auch prostituieren? In anderer Form. Nur die legen sich nicht da billig hin auf die Matratze. Nein, die prostituieren sich mit dem Kopf und mit dem Mund. Das wissen Sie, Herr Pastor. Sie wissen genau, dass es so eine Frauen gibt. Ja, ja. Aber wir müssen mit. Wo sperren wir die denn ein? Ja. Wir müssen also zuerst mit dem Problem arbeiten. Und die Probleme haben wir zusammen, die Mädchen auf der Straße. Söndag morgon. Tid för andlig återhämtning och eftertanke. Ja, jag lider tillsammans med de flickorna som jag såg igår. Och jag tycker det är ett fruktansvärt socialt sammanhang. Där vi då har de här olika miljöerna, den skyddade miljön i kyrkan, den totalt utblottade miljön på gatan. Jag känner mig uppriven, jag känner mig engagerad. Och jag skulle verkligen försöka vilja tända en gnista i den svenska debatten så att folk engagerar sig för att hjälpa de flickor som ser precis likadant ut på Malmskillnadsgatan i Stockholm som på Hansaplats här i Hamburg. Men är då den enkla lösningen, är det att stoppa in dem i statliga bordeller? Nej, det är ingen enkel lösning. Den statliga bordellen är ett steg på vägen för att utrota det här eländet. Om du hade en dotter, skulle du kunna tänka dig att hon arbetade på den här bordellen? Skulle jag vara i den eländiga situationen att jag hade misslyckats med min dotter och hon gick på Malmskillnadsgatan och jag med alla de medel som jag som far skulle lägga in här försöka rädda henne från den situationen men inte lyckades med det,
så tror jag ändå att jag skulle vara rätt tacksam om det fanns ett hus dit hon kunde gå, där någon kunde hjälpa henne med att komma till rätta med drogproblemen, som kunde hjälpa henne att få en ordnad utbildning och som kunde få in henne i ordnade förhållanden. Där hon också skulle fortsätta att prostituera sig. Under den perioden tills hon har löst sin sociala situation. En ensam präst bakom kravet och så några i Ny demokrati och så Folkpartiet emot och så blev det en väldig debatt, Christer Norin. Den tog plötsligt slut, eller var tog den vägen sen? Ja, den bara försvann. Den försvann i tomma intet. Möjligtvis är det så att Ny demokrati då, som är de politiska förespråkarna för statliga bordeller, bidar sin tid. Vi har också sett underliga signaler ifrån regeringskansliet. Ifrån den centrala makten alltså, det har kommit signaler. Vad tänker du på då? Jag tänker på förslaget ifrån en tjänsteman om att legalisera haschet. Snart så har vi statliga kasinon här i Sverige och sådana exempel. Du kopplar ihop alla de här frågorna? Ja, det är frågor som har med synd att göra. Frågor som har varit heliga kor i Sverige tidigare. Men både Ny demokrati och vissa krafter i regeringskansliet vill så att säga liberalisera de här syndiga institutionerna. Och det är väl, och då kan man ju fråga sig, även om locket är pålagt eller hur man ska uttrycka det, vad händer när vi marscherar vidare in i Europa? Kan vi undkomma den här diskussionen? Knappast. Så som det ser ut i Europa, vi kunde till exempel se det i reportaget i Tyskland, där är ju statlig bordellverksamhet, prostitution är accepterat och tolererat. I Holland så sent som i somras så tog parlamentet där ett beslut på att legalisera statliga bordeller. Kan inte de svenska politikerna göra då som de säger att de ska göra när det gäller Systembolaget som de vill rädda kvar i förhandlingarna när Sverige kommer dit? Kan man inte klara den här förhandlingsvägen? Ja, det här är nog ingen EG-fråga. Det är så att EG-kommissionen har lagt fram ett socialt program, den sociala dimensionen, och det är rekommendationer till EG-medlemsstaterna. Däremot så är det ett tankegods som kommer ifrån Europa. Och trycket från de stora starka staterna mot det lilla Sverige. Ja, och så handlar det förstås om pengar också. Varför handlar inte EG-debatten om detta? Varför handlar det om allt det andra, om ekonomin hela tiden? Ja, det är mycket lätt att diskutera konkreta lagförslag och petimeterrättvisa och så. Men det är svårt att diskutera just sådana sociala problem. EG vill inte diskutera dem. Och så är det pengarnas makt, kan man säga. Det är pengarnas makt. Som ett exempel så vill borgmästaren i Riga i vårt grannland Lettland, han vill legalisera och ta över prostitutionen. Han har insett att det kommer in en mängd med dollar till landet på den vägen. Tack, Christer.